In diesem Video werde ich anhand einzelner Zitate von bekannten Denkerinnen und Denkern deren Sichtweisen im Zusammenhang mit anthropologischen Themen kurz vorstellen. Nun zu John B. Watson, er lebte von 1878 bis 1958. Ein Zitat von ihm lautet: Geben Sie mir 12 Kinder und ich mache je nach Wunsch Ärzte, Künstler, Rechtsanwälte, Landstreicher und Diebe daraus. Dieses Zitat steht für die Sichtweisen des sogenannten Behaviorismus und der Milieutheorie. Vertreterinnen und Vertreter beider Richtungen gehen davon aus, dass insbesondere die Umgebung bzw. die Situation, in der ein Mensch lebt, einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung von dessen personaler Disposition, also Persönlichkeit, Neigungen hat. Diese Denkerinnen und Denker gehen von einem vergleichsweise geringen Einfluss der Anlagen bzw. Gene auf das Verhalten der Menschen aus. Behavioristinnen und Behavioristen wie Watson versuchen unter anderem mit Hilfe der Methode der sogenannten Konditionierung geeignete Maßnahmen zu finden, um das Verhalten der Menschen beeinflussen zu können. Watson vertritt in diesem Zusammenhang den Standpunkt eines pädagogischen Optimismus. Er geht dementsprechend davon aus, dass mit Hilfe geeigneter Erziehungsmaßnahmen die personale Disposition, also die Persönlichkeit und Neigungen, in beinahe jeder erwünschten Form hin verändert werden kann. Da die Erziehungsmöglichkeiten eines Individuums wesentlich durch dessen persönliches Umfeld beeinflusst werden, wird die große Bedeutung der unmittelbaren Bezugspersonen und der pädagogischen Institutionen wie zum Beispiel Kindergarten, Schule und Universitäten deutlich. Es stellt sich in diesem Zusammenhang Fragen wie jene nach dem tatsächlichen Ausmaß der Beeinflussbarkeit durch andere Menschen und ob tatsächlich unabhängig von den angeborenen intellektuellen Möglichkeiten des Individuums mit Hilfe der Erziehung jegliche berufliche Eignung herbeigeführt werden kann. Friedrich Nietzsche lebte von 1844 bis 1900 und von ihm stammt die folgende Aussage: Die Unreinheit des Urteils liegt erstens in der Art, wie das Material vorliegt, nämlich sehr unvollständig. Zweitens in der Art, wie daraus die Summe gebildet wird. Und drittens darin, dass jedes einzelne Stück des Materials wieder das Resultat unreinen Erkennens ist, und zwar dies mit voller Notwendigkeit. Nietzsche macht mit seinem Zitat deutlich, dass die Fähigkeit des Menschen, etwas erkennen zu können, notwendigerweise eingeschränkt ist und dementsprechend auch Ergebnisse seiner Forschungen mangelhaft sind. Der Begriff Urteil steht hier für das Ergebnis des menschlichen Versuchs, etwas herausfinden zu wollen, also für die Erkenntnis und dessen Bewertung. Nietzsche verwendet in diesem Zusammenhang die Formulierung Unreinheit des Urteils. Material steht bei Nietzsche für den Untersuchungsgegenstand, das, was untersucht wird, wie beispielsweise Informationen und Eindrücke. Mit Summe meint Nietzsche jene Schlussfolgerungen, die man aus den eigenen Untersuchungen zieht. In diesem Zusammenhang kann das Beispiel mit den weißen Schwänen angeführt werden, das unter anderem von Immanuel Kant und Karl Popper zur Veranschaulichung ihrer eigenen Ansichten verwendet wird. Früher gingen die Denkerinnen und Denker in Europa davon aus, dass alle Schwäne eine weiße Farbe haben. Mit der Entdeckung schwarzer Schwäne in Australien wurde deutlich, dass man sich geirrt hatte, da man nicht alle Schwäne untersucht hatte. Man hatte fälschlicherweise von einer kleinen Anzahl von Beobachtungen bzw. Untersuchungen auf die Gesamtheit aller Schwäne geschlossen. Diese in den Naturwissenschaften übliche Vorgehensweise wird als Induktion bezeichnet. Nietzsche führt in seiner Aussage drei Argumente an, die seiner Ansicht nach darlegen, dass die menschliche Art und Weise, etwas zu erkennen, zu mangelhaften Ergebnissen führt. Erstens das unvollständige Material. Es werden meistens nur Teile dessen untersucht bzw. bewertet, was erforscht werden soll. In diesem Zusammenhang kann das oben angeführte Beispiel mit den weißen Schwänen hilfreich sein. Zweitens die Art der Summenbildung. In vielen Fällen sind die Schlussfolgerungen aus den einzelnen Beobachtungen fehlerhaft. So meinten beispielsweise in früheren Zeiten viele Menschen angesichts ihrer eigenen Erfahrungen,
dass die Erde die Form einer Scheibe habe. Beim Schlussfolgern kommt es darauf an, wie etwas bewertet, beurteilt und kombiniert wird. In Naturwissenschaften ist in diesem Zusammenhang die Vorgehensweise der Induktion weit verbreitet. Drittens, alles ist ein Resultat unreinen Erkennens. Nietzsche meint, dass das Gesamtergebnis einer Untersuchung ein Resultat unreinen Erkennens ist, da ja schon die einzelnen vorher erzielten Teilerkenntnisse mangelhaft sind. Angesichts der Ansichten von Nietzsche stellt sich unter anderem die Frage, ob es im Bereich der Anthropologie überhaupt eine sichere Erkenntnis geben kann. Des Weiteren kann gefragt werden, wie man die geeignete Vorgehensweise bei Untersuchungen bzw. Forschungen finden kann. Johann Gottfried Herder lebte von 1744 bis 1803. Von ihm stammt folgendes Zitat: Seine Sinne und Organisation sind nicht auf eins geschärft, er hat Sinne für alles und natürlich also für jedes einzelne schwächere und stumpfere Sinne. Mit der Formulierung seine meint Herder die Menschen. Den fünf von Herder angeführten menschlichen Sinnen können Sinnesorgane zugeordnet werden. Sehen, Augen, hören die Ohren, riechen die Nase, schmecken die Zunge und tasten die Haut. Mit der Formulierung Sinne und Organisation bezieht sich Herder auf die Zusammenarbeit der Sinnesorgane und die Auswertung bzw. Interpretation der gewonnenen Sinneserfahrungen. Herder meint, dass der Mensch im Vergleich mit den Tieren in keinem Bereich möglicher Sinneserfahrungen eine Überlegenheit erreichen kann. So können beispielsweise einige Tiere besser sehen und andere besser riechen als die Menschen. Andererseits besteht eine besondere Stärke des Menschen darin, dass er sich unter anderem mit Hilfe seiner Sinnesorgane und seines Gehirns in vielen Lebensumständen zurechtfinden kann. Blaise Pascal lebte von 1623 bis 1662. Von ihm stammt das folgende Zitat: Unsere ganze Würde beruht auf dem Gedanken. Aus ihm müssen wir unseren Stolz ziehen und nicht aus Raum und Zeit, die wir nicht auszufüllen vermöchten. Der Begriff Würde steht bei Pascal für den Wert und das Selbstverständnis des Menschen. Aus Sicht von Blaise Pascal liegt die besondere Bedeutung des Menschen in der Fähigkeit zu denken, seinem Bewusstsein und der Möglichkeit zur Selbstreflexion. Der Mensch ist im Gegensatz zu Tieren in der Lage, über sich selbst nachzudenken. In diesem Sinne liegt die Würde des Menschen im Gedanken. Eine mögliche Frage, die sich aus den Ansichten von Blaise Pascal ergibt, ist jene nach der Bedeutung der Vernunft für die Würde des Menschen. Sind Menschen, die mit einer geistigen Einschränkung leben müssen, von geringeren Wert als andere Individuen? Aus meiner Sicht würde ich keinem Menschen seine besondere Würde absprechen. Die Frage nach dem Ausmaß der Bedeutung der Vernunft für den Menschen bleibt damit weiterhin offen. Martin Buber lebte von 1878 bis 1965. Von ihm stammt das folgende Zitat: Der Mensch wird am Du zum Ich. Mit Du bezeichnet Buber jene Menschen bzw. Bezugspersonen, denen das Individuum begegnet. Unter Ich versteht Buber den einzelnen Menschen bzw. das Individuum. Martin Buber setzt sich für eine aufrichtige Begegnung zwischen den Menschen ein. Er meint, dass Gespräche und Mitgefühl mit anderen eine notwendige Voraussetzung dafür sind, dass der Mensch zu persönlichem Wachstum, Weiterentwicklung und in gewissem Sinne auch zu einer Menschwerdung findet. Karl Marx lebte von 1818 bis 1883. Von ihm stammt das folgende Zitat: Das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Unter dem menschlichen Wesen versteht Karl Marx die bestimmenden bzw. wesentlichen Eigenschaften des Menschen. Der Begriff Individuum steht bei Marx für den einzelnen Menschen. Der Ausdruck Abstraktum wird mit der Bedeutung für etwas Nicht-Gegenständliches, wie beispielsweise Wünsche, Wertvorstellungen, Glaube, Liebe und Hoffnung verwendet. Der Begriff Ensemble
kann im Zusammenhang mit diesem Zitat mit Gesamtheit übersetzt werden. Unter dem menschlichen Wesen versteht man die sogenannte Natur des Menschen, für die Menschen typisches Leben und Verhalten. Karl Marx ist der Ansicht, dass das menschliche Wesen letztlich nicht im Individuum, sondern anhand der Untersuchung einer größeren Gemeinschaft von Menschen gefunden bzw. erkannt werden kann. Der einzelne Mensch ist aus Sicht von Marx ein passives Produkt bzw. Erzeugnis seiner Umgebung bzw. der Gesellschaft, in der dieser lebt. Im Zusammenhang mit der hier angeführten Sichtweise von Karl Marx können eine Reihe von Fragen gestellt werden. Kann das, was für den einzelnen Menschen typisch ist, tatsächlich vor allem durch dessen Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesellschaft oder sozialen Klasse bzw. Schicht, wie beispielsweise der Arbeiterklasse, erklärt werden? Kann das Individuum auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse reduziert werden? Hat der einzelne Mensch trotz seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse noch die Chance, sich frei zu entscheiden? In welchem Ausmaß besteht für das Individuum trotz des gesellschaftlichen Einflusses eine Möglichkeit für Willensfreiheit?